Willkommen zurück in den unendlichen Weiten von Star Trek Online. Ich bin's wieder, eure Fluffy. Ich habe mich für euch ins Argelios-Sonnensystem begeben. Mit Warp-Geschwindigkeit. Und dort möchte ich jetzt die Schatzhandelsstation spielen, die Mission. Die Sternenflotte hat eine Nachricht von einer Dienerin eines klingonischen Adelshauses erhalten. Sie behauptet, wichtige Informationen über die klingonischen Kriegspläne zu besitzen und ist bereit, uns diese Informationen zukommen zu lassen, wenn wir sie dafür im Gegenzug auf einen Planeten umsiedeln, der außerhalb des Zugriffs durch das Reich liegt. Fliegen Sie zur Handelsstation im Orbit von Argelios 2 und finden Sie Martha. Sie wird dort auf Sie warten. Das Gebiet ist eine Brutstätte für illegale Aktivitäten, Leutnant Commander. Die Händler dort befinden sich im Gebiet der Föderation. Die Sternenflotte hat Kontrolle über sie, aber manchmal spielen sie gegen die Regeln. Oh oh. Wir werden trotzdem so mutig sein und diese Mission annehmen, wenn sie uns reinlassen, Argelios 2. So. Schatzhandelsmission. Ich bin gespannt. Und da ist sie auch schon, die USS Flushy Flauschy. Captain Fluffy, wir sind im Orbit um Argelios 2. Es hat Dutzende Berichte darüber gegeben, dass Schmuggler dieses System als Handelsbasis nutzen. Die Station lässt uns mit der Beam-Anfrage warten. Sie wollen uns hinhalten. Ich habe eine Vermutung. Lassen Sie uns einen großflächigen Scan des Systems durchführen. Gut gemacht, Sir. Der Niedriglevel-Scan der Gegend hat Spuren illegaler Waffen und verbotener Schiffe in dem System aufgenommen. Es ist die Pflicht der Sternenflotte, jegliche Schmuggelware im Föderationsraum zu beschlagnahmen. Dies wird zudem Anfragen bei der Station beschleunigen. Wir sollten die lokalen Frachtschiffe besser scannen und sämtliche illegalen Güter zerstören. Okay, wir sind quasi der Zoll des Weltraums. Dann fliegen wir mal los. Energie bitte. Da haben wir schon einen nicht registrierten Frachter. Scannen wir doch direkt mal. Ah, da werden wir auch schon angegriffen. Geht nicht. Ich war gerade zu weit entfernt davon. So. Ah, wunderbar. Jetzt habe ich das auch ausgefunden, wie man... Jetzt habe ich hier eine zweite Aktionsleiste gerade hinzugefügt. Dürfte nicht ganz so schlecht sein. Da oben haben wir den nächsten Frachter. Scannen wir direkt mal. Illegales Frachtgut entdeckt. Sehr schön.
Sir, scheinbar hat unser Handeln hier die Anfrage zum Beamen bei der Station beschleunigt. Sobald Sie bereit sind, können wir beamen. Das machen wir auch sofort. Jetzt konnte ich wenigstens auch mal diese neuen Sachen gerade ausprobieren. Leutnant Commander, ich schlage vor, dass wir den Verwalter der Einrichtung aufsuchen. Von ihm sollten wir mehr Infos über Marthas Umstände herausfinden können. Die meisten Lebensformen halten sich im Nachtclub auf. Wir sollten dort anfangen. Okay, Eliza. Dann werden wir jetzt mal den Nachtclub aufmischen. Ha, halt. Erst muss die Fluffy mit. Die Fluschi Flauschi, da ist sie. Okay, sieht ja schon mal. Ah! Meine lieben Freunde, ich bin Quartis, der Besitzer dieser bescheidenen Station. Ich werde Ihr Führer sein zu den Freuden des Geistes, der Seele und natürlich den Freuden des Körpers. Wir haben heute ein Sonderangebot. Bezahlen Sie 2 Stunden Holosuite und Sie bekommen ein Getränk gratis. Teuerste Getränke natürlich ausgenommen. Oder eine Runde elektronisches Tongo umsonst. Auf dieser Seite der neutralen Zone werden Sie kein besseres Angebot finden. Die Holosuiten 2 und 3 sind gerade frei und ich zeige Ihnen gerne unser großes Angebot an Programmen. Dafür haben wir keine Zeit. Ich suche eine Orionerin namens Martha. Haben Sie sie gesehen? Sie suchen Martha? So, so, so. Das nennt man eine wertvolle Information. Eine wertvolle Information hat immer ihren Preis. Wie wäre es mit 10 Barren goldgepressten Latinium, Versuchen Sie, einen Offizier der Föderation zu erpressen? Sir, laut Unterlagen ist diese Station für die von der Föderation verlangte Sicherheitsuntersuchung überfällig. Die letzte Inspektion war vor über 2 Jahren. Wenn wir Quaris behilflich sind, einige unter Strafe stehende Mängel zu entdecken, wird er vielleicht so großzügig sein, uns zu verraten, wo Martha stecken könnte. Ich bin mir sicher, dass Quaris unsere Hilfe zu schätzen weiß. Hoffe ich doch. Wir werden jetzt hier erstmal die Sicherheitsinspektion hier machen. Wir inspizieren hier alles. Die Ferengi, die können uns ja alles erzählen. Kontrolle ist besser. So. Kommt alle mit, damit ihr es alle seht, was hier so abgeht. Wir inspizieren hier weiter. Inspizieren wir es. Zwei müssen wir noch finden. Hier haben wir noch was. Eins fehlt uns noch. An der Bar selber vielleicht. Hat noch jemand Durst hier? Jungs und Mädels? So, ich mach mal eben die Map auf. Vielleicht finde ich dann was. Bin ich denn schon wieder blind, liebe Freunde? Da leuchtet es auch schon. Erst unsere elektronischen Tongo, jetzt unsere Holosuiten. Was kommt als nächstes? Unseren Synthehol? Wir brauchen keine Spielverderber wie die Sternenflotte. Das werden wir sehen. Wissen Sie was? Weder ich noch meine Freunde mögen den Winkel ihres Deflektorschilds. So. Auf Sie. Wir müssen uns nicht alles gefallen lassen hier. Sicherheitsteams rufen. Ah, die hätten wir gar nicht mehr gebraucht, ne? Ja, da hätte ich gerade vielleicht mal
er hier mit diesem Tribble hier. Ich streichel es mal. Oh. Okay, jetzt habe ich für 59 Minuten einen Buff. Sehr schön. Bar inspizieren. Gut, das reicht. Genug. Wie soll ein Geschäftsmann Profite machen mit Leuten wie Ihnen in der Nähe? Wegen Ihnen muss ich jetzt mehr an Strafe zahlen, als ich von den Klingonen zum Schweigen bekommen habe. Sie halten Martha im Frachtraum 6 gefangen. Tja, Quares, siehste. Ich hoffe, Ihr Captain malt sie zur Rocket-Blutpastete. Ach, werden wir sehen. Die brauchen uns. Die brauchen jeden. Hat Admiral Quinn gesagt. Er braucht gute. Sind wir hier vielleicht richtig? Nein. Ah, warte, was steht denn hier? Sie haben eine Ressource für eine Rufaktion erhalten. Rufaktionen bieten Rufprojekte, die unterschiedliche Materialkosten haben und bei Abschluss besondere Belohnungen bieten. Wir klicken da mal drauf. Der Abschluss eines Rufprojekts gewährt Rufpunkte, mit denen Sie bei der Rufaktion im Rang aufsteigen können. So. Sobald Sie genügend Rufpunkte gesammelt haben, müssen Sie besondere Upgrade-Projekte abschließen, um die neue Rufstufe freizuschalten. Klicken wir mal. Der Ereignisruf beinhaltet Projekte, die Teil von Ereignissen im Spiel sind. Jedes besondere Ereignis bietet spezielle Projekte und Belohnungen. Die aktuell erhältlichen Belohnungen sind bei den Ereignisprojekten einzusehen. Es müssen möglicherweise besondere Voraussetzungen erfüllt werden, um Zugriff auf einen Ereignisladen zu erhalten. Beispielsweise ist der Sommerereignisladen nur während des Risanischen Lulunat-Festivals geöffnet und Sie müssen sich zudem nach Risa begeben, um die Mission Willkommen auf Risa abzuschließen, um Zugriff auf den Laden zu erhalten. Höhere Stufen einer Rufaktion schalten weitere Rufprojekte und besondere Fertigkeiten und Gegenstände im Rufladen frei. Okay, es gibt verschiedene Rufaktionen, jede mit eigenen Rufprojekten und einzigartigen Belohnungen. Dieser Ruf wird bei vielen besonderen Ereignissen verwendet. Verdienen Sie verschiedene besondere Ressourcen im Kommandoaufträgen? Okay, also hier in diesem PvE, da war ich schon mal dabei. Da habe ich, glaube ich, Sternbasis 24 gemacht. Das ist hier dieser Laden. Da werde ich mich nachher nochmal intensiver mit beschäftigen. Da kann mir vielleicht auch Schlucky ein bisschen weiterhelfen. Auf jeden Fall wissen wir das jetzt. So, und jetzt werden wir erstmal die Martha suchen. Die ist ja im Frachtraum 6 gefangen. Hier geht es zumindest schon mal weiter für uns. Was haben wir hier in der Kiste? Öffnen wir mal schnell. So, mit diesen Rufprojekten beschäftige ich mich nachher mal im Off. Das ist ja echt manchmal so viel. Da haben wir schon einen Klingonen. Sehr schön. Und ich muss mir das mehr angewöhnen, hier diese Sachen auch zu benutzen. Jetzt will ich hier rein. Okay. Was findet man hier vor? Ah! So. Ich war gerade am gucken, was ich da jetzt aktiviert habe. Sieht so aus, als wenn hier Martha ist. Kraftfeld deaktivieren. Da ist ein Stammgast drin.
Kraftfeld deaktivieren. Da ist ein weiterer Stammgast und hier sind weitere Klingonen. Die müssen natürlich erstmal eliminiert werden. Ah, meine Crew. Guck mal. Ah, Schlucky! Schön fleißig, ne? Muss da auch sein, sonst kriegst du keine Schnitzel mehr, Schlucky. Gib dir Mühe. Ein Stammgast. Ah, das erklärt, warum ich noch nicht auf Captain Utoks Schiff genommen wurde. Wie bitte? Die Klingonen haben mich auf dieser Station geortet und Quaris bestochen, um mich in die Hände zu bekommen. Sie sagten, sie wollten mich zurück nach Quonos bringen. Warum haben sie mich hier hingeworfen und nicht zu ihrem Schiff gebracht? Ich schätze, das lag daran, dass die Fluschi-Flauschi vor ihnen eingetroffen ist. Ja, ich konnte kein Shuttle zurücknehmen. Selbst ein Transporter wäre entdeckt worden und hätte die Position verraten. Holen wir sie erstmal aus dieser Zelle raus. Keine Zeit, Captain Utok hat sich gerade in diesem Lagerraum gebeamt. Ich bleibe hinter diesem Kraftfeld, bis sie sich um ihn gekümmert haben. Tja, okay, Martha, wenn du dazu sagst. Hier, Schlucky und der Rest meiner Crew war in der Zwischenzeit fleißig und hat, Ah, da ist er. Den müssen wir jetzt erst hier bekämpfen. Ah, okay. Ich probiere hier jetzt schon mal fleißig in der Zwischenzeit meine neu entdeckten Fähigkeiten ein. So, für die ganzen alten Hasen ist das jetzt vielleicht nichts Besonderes, aber ich muss mich da halt... Ich muss das halt auch zwischendurch mal erwähnen, weil ich wusste das ja halt auch nicht, ne? Und ich denke mal, da werde ich nicht die Einzige sein, der das so geht. So, jetzt kannst du da erstmal rauskommen, Martha. Wie eine Diva, diese Martha, ne? Danke, Leutnant Commander. Okay. Warum haben die Klingonen sie gefangen genommen? Mein ehemaliger Chef und ich sind aneinander geraten. Ich wollte unsere Geschäftsbeziehung beenden und er wollte mich töten. Ich verließ Quonos mit seiner Bande dicht auf meinen Fersen. Ich dachte, ich könnte sie abschütteln, bevor sie hierher kommen, aber Captain Utok war hartnäckiger, als ich erwartet hatte. Oh, das passiert ja schon mal, ne? Sind Sie denn jetzt bereit zu gehen, Frau Martha? Ja, am besten verschwinden wir von hier, bevor die anderen anfangen, sich zu wundern, was mit Captain Utok passiert ist. Dann beamen wir mal hoch. Schlucky, du darfst auch mit. Du hast gut gearbeitet. Glauben Sie, Sie könnten Captain Utok besiegen und dann einfach davonschleichen, Sie ehrenloser Föderations-Pataku? Jetzt werden Sie die Vergeltung für die Crew der IKS Sapek zu spüren bekommen. Tja, das werden wir erst mal sehen, ne? Wir haben ja jetzt hier Fähigkeiten, haben wir. Mein Freund. Und ich zögere nicht, diese einzusetzen. So. Nimm das. Und das kriegst du auch noch. Und das. Mein Schild. Ich könnte mich ja mal drehen. Ah, da war es schon vorbei. Ah, wir sammeln hier natürlich noch die Reste ein. Wir haben es geschafft, Captain. Martha wurde auf der Krankenstation gescannt. Sobald wir in den Raumsektor zurückkehren, können wir sie dem Sternenflottengeheimdienst zur Befragung übergeben. Sehr schön, Eliza. Energie bitte. So. Dann wollen wir mal die Sternflotte rufen.
Der Geheimdienst der Sternenflotte redet jetzt mit Martha. Sie könnte für die Kriegsanstrengungen zentrale Informationen verfügen. Gute Arbeit, Leutnant Commander. Kein Problem, Admiral Quinn. Hab ich doch gerne gemacht. So. Was haben wir denn jetzt hier? Sie haben einen neuen Eigenschaftsplatz freigeschaltet. Klicken Sie hier, um die Eigenschaften anzusehen. Ach Gott. Da hatte doch der Schlicki irgendwas mir auch gesagt. Und der Knuspi auch. Da muss ich jetzt, glaube ich, erhöht Schaden und Bedrohungsgeneration. Das kann ich jetzt einfach hier reinklicken. Das haben die mir gezeigt. Bleibt das jetzt automatisch hier drin, Jungs? Die hören mich ja gar nicht. Das ist genauso, wie ich immer winke, wenn ich mich von euch verabschiede. Und ihr seht das ja sowieso nicht. Das sind ihre aktiven Eigenschaften. Sie können verfügbare Eigenschaften in der Liste rechts aktivieren. Ja, das möchte ich ja. Hallo. Sobald Sie Level 50 erreicht haben, dürfen Sie sich 4 passive Raumfähigkeiten und 4 passive Bodenfähigkeiten aus einer Rufklasse, die Sie erreicht haben, auswählen. Nachdem Sie einen Ruf abgeschlossen haben, können Sie 4 aktive Fähigkeiten in diesem einsetzen. Okay. Ja, aber ich habe mir das ja jetzt hier ausgesucht. Aggressiv. Freunde? Das ist ja jetzt da drin, denke ich mal, ne? Bei Eigenschaften. Ich gucke jetzt erstmal nach. Zum Abschluss der Folge muss das nochmal sein. Es ist jetzt gut, Admiral Quinn. Ich möchte jetzt gerade nicht mit Ihnen sprechen. Sie stören mich. So. Hier. Fluffy. Eigenschaften. Agro. Habe ich richtig gemacht. So. Und hier mit den Rufsachen. Ich möchte einen Beitrag leisten. Kann ich aber nicht. Ja. Okay. Das ist es dann erstmal gewesen. Wir werden uns morgen mit der nächsten Mission rumschlagen. Der Klingonische Krieg ist noch lange nicht vorbei. Wie heißt die nächste Mission? Kommt, liebe Leute. Ich möchte es wissen. Hallo, bin ich jetzt schon so weit? Bin ich. Okay. Die nächste Mission heißt Geheime Befehle. Also ich akzeptiere es jetzt. Herr Quinn, Schluss für heute. Morgen rede ich wieder mit Ihnen. Ich verspreche es Ihnen. So. Leutnant Commander Fluffy verabschiedet sich für heute. Ich wünsche euch noch einen recht schönen Tag. Habt eine schöne Zeit. Ich freue mich auf euch. Lebt lange den Frieden. Tschüss.